Das Römer Münster ist eine im gotischen Baustil errichtete Kirche in Ulm. Sie ist die größte evangelische Kirche Deutschlands. Der 1890 vollendete 161,53 Meter hohe Turm ist der höchste Kirchturm der Welt. Der Rosengarten. 1970 wurde der damalige Elendgarten an der Stadtmauer unterhalb der Herdbrücke zu einem reizvollen Rosengarten umgebaut, der zum Verweilen einlädt. Im Jahr 1810, nach den Napoleonischen Kriegen, wurde die Grenze zwischen den Königreichen Bayern und Württemberg bei Ulm auf die Mitte der Donau festgelegt. Im Jahr 1814 tauchte erstmals der Name für die kleine Gemeinde auf der rechten Seite der Donau auf: Neu-Ulm. 1869 erhob König Ludwig II. Neu-Ulm zur Stadt. Das Ulmer Rathaus zählt nicht zuletzt wegen seiner Fresken und einer astronomischen Uhr zu den herausragenden Baudenkmälern der Stadt. Seine komplexe Baugeschichte, es besteht aus drei verschiedenen Bauteilen, begann im 14. Jahrhundert. Sein jetziges Aussehen geht auf die Frührenaissance zurück. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und runter. Und hoch. Mitsamt seinem zentralen Bereich, dem Donau-Schwabenufer und der Donauwiese, ist das Donauufer der wichtigste Naherholungsraum der Ulmerinnen und Ulmer. Ein Ort zum Verweilen, zum Beobachten und zum Sinieren. Kein klassisches, sondern ein originelles Denkmal entwarf Jürgen Goetz für die Geburtsstadt des Nobelpreisträgers Albert Einstein. Wiedergegeben ist der weltberühmte Physiker beim Einsteinbrunnen in frecher Pose mit herausgestreckter Zunge. Das Denkmal spielt auf das Wirken des Physikers zwischen den Gesetzen der Natur und den Erfindungen der Technologie an. Das
Kloster Wiblingen ist eine ehemalige Benediktinerabtei, die 1093 gegründet wurde und bis zur Säkularisation im Jahre 1806 bestand. Danach wurden Teile der Klosteranlage zunächst als Schloss und Kaserne genutzt. Im 21. Jahrhundert beherbergt sie Abteilungen des Universitätsklinikums Ulm und eine Akademie für ärztliche Fortbildung. Die Klosteranlage steht im Dreieck zwischen Iller und Donau, ca. 7 Kilometer südlich von Ulm in Baden-Württemberg. Der Blautopf ist die zweitwasserreichste Karstquelle Deutschlands. Hier entspringt die Blau, die nach rund 22 Kilometern im Ulmer Stadtgebiet der Donau zufließt. Bekannt ist der Blautopf für die auffallend blaue Farbe seines Wassers. Das Kloster Blaubeuren war ein um 1085 gegründetes Kloster des Benediktinerordens in unmittelbarer Nähe des Blautopfs, das nach der Reformation an die württembergischen Herzöge fiel und zum evangelischen Seminar wurde.